Die Themen heute: Bayerischer Patentkongress in München und mit dem Rad zur Arbeit. Auch in diesem Jahr fahren viele umweltfreundlich. Carbon ist härter als Stahl und leichter als Aluminium. Diese Vorteile schätzen viele Hersteller aus der Fahrzeugindustrie. Doch die Produktion des Verbundwerkstoffs ist auch sehr energieintensiv. Wissenschaftler der Technischen Universität München haben jetzt ein neues Verfahren entwickelt, mit dem es gelingt, Carbonbauteile sehr einfach und energieeffizient zu fertigen. Man braucht weder teure Pressen-Equipment noch braucht man wartungsintensive Injektionsanlagen, sondern ein Rotationsverfahren ist sehr einfach, mit einfachen anlagentechnischen Mitteln umsetzbar. Also könnte Anwendungsbereich finden für Kleinunternehmen, die im Carbon-Bereich tätig sind, aber auch für große Player. Ihr Rotationsverfahren zur Carbonfertigung haben sich die jungen Erfinder patentieren lassen, und zwar auch weltweit. Dass dieser Schritt sehr wichtig ist, wird beim Bayerischen Patentkongress in München deutlich. Wissenschaftler, Unternehmer und auch Experten im Patentrecht diskutieren über geeignete Strategien, um geistiges Eigentum besser zu schützen. Es ist wichtig, dass man hier ein Bewusstsein schafft, dass es sich hier um ein wichtiges Thema handelt, um das sich sowohl die Wissenschaft als auch die Wirtschaft verstärkt kümmern müssen. Jedes Unternehmen, welches exportieren will, sollte sich über Schutzrechtssituationen im Klaren sein im Ausland. Das gilt im Übrigen auch fürs Inland. Also ich habe einen Bekannten, der vor einigen Jahren mal eine Entwicklung gemacht hat und der ist mit dem Ding völlig auf die Nase gefallen, weil er wunderbar entwickelt, hat aber leider die Rechte Dritter dabei nicht berücksichtigt. Also das kann einen schneller ereilen, als man sich das vorstellt. Deutlich wird beim Kongress, dass einige Nationen Patentrechte sehr strategisch einsetzen. Darauf müssen sich bayerische Unternehmen künftig einstellen. Vor allem China investiert hohe Summen, um sich in Schlüsseltechnologien gut zu positionieren. Aus der Volksrepublik kommt mittlerweile mehr als die Hälfte der weltweiten Patentanmeldungen. In der Offensive ist auch Indien. Das aufstrebende Land hat die Zahl seiner Patentanmeldungen in Europa fast verdreifacht. In Landsberg am Lech gibt es viele Möglichkeiten, die Natur zu genießen. Zum Beispiel auch sportliche, dachte sich eines Tages Barbara Mehner und radelt seitdem so oft es geht zur Arbeit. Ich wohne in Pitzling, das ist ein Ortsteil von Landsberg und ich radel jeden Tag 8 Kilometer am Lech entlang und das ist halt total schön. Bei Wind und Wetter, außer wenn es ganz arg regnet, dann nehmen wir doch das Auto. Als Teilnehmerin der bundesweiten Aktion mit dem Rad zur Arbeit notierte die begeisterte Radlerin im Sommer täglich ihre Tour in einem Fahrtenbuch. Nach 20 Einträgen qualifizierte sie sich für eine Verlosung und ist jetzt die Gewinnerin eines Wellnessurlaubs. Die Siegerehrung im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München ist Teil der bayerischen Abschlussveranstaltung. In diesem Jahr machten bei der dreimonatigen Initiative im Freistaat rund 55.000 Menschen aus 9.000 Betrieben mit. Die Aktion soll aufrufen, das Fahrrad nicht nur in der Freizeit, sondern eben auch im Alltag zu nutzen. Viele Wege in der Stadt sind kurz, 2, 3, 5 Kilometer. Mit dem Fahrrad sind wir dort schnell unterwegs. Man verschafft sich im Alltag damit Fitness. Man sorgt für sein persönliches Wohlbefinden und hat außerdem noch den Vorteil, dass man schneller zur Arbeit oder sonst wohin kommt. Die Erfahrung zeigt ja, jetzt gibt es ja diese Aktion bereits seit 13 Jahren, dass es immer wieder zu Teambildungen kommt. Und ich denke, das ist auch wirklich eine tolle Sache, mal miteinander noch etwas anderes zu erleben, als nur den, sag ich mal, Arbeitsalltag im Betrieb, sondern darüber hinausgehend quasi dann schon die Anfahrt zur Arbeit auch im Team zu bewältigen. Radfahren hält fit, ist umweltfreundlich und schont den Geldbeutel. Das ist zwar vielen Beschäftigten in Bayern bewusst, dennoch fällt es manchen schwer, sich dafür zu motivieren. Die Initiatoren der Radaktion empfehlen daher, sich zunächst über kurze Strecken bei schönem Wetter an das neue Naturerlebnis heranzutasten. Der Spaß am Radeln kommt dann sehr schnell von allein. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.